Name ist Rainer Uhler. Ich bin Professor an der Hochschule Heilbronn für Leistungselektronik und elektrische Antriebe und leite den Studiengang Electrical Systems Engineering. Der Studiengang Electrical Systems Engineering steht für die Schlüsseltechnologien der digitalen Zukunft. Jedes elektronische Gerät besitzt heute eine energieeffiziente Stromversorgung, eine Mikrocontroller-basierte Steuerung, eine funkbasierte Kommunikation und das alles softwaregesteuert. Leistungselektronik steht für die hocheffiziente Wandlung elektrischer Energie. Ohne Strom läuft nichts. Nach den technisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen besteht für die Studierenden eine sehr hohe Wahlfreiheit. Mikrocontroller und programmierbare Logik sind in jeder Elektronik zu finden. Ja, ich würde sagen, dass so der Zusammenhang zwischen der Theorie und der Praxis hier eigentlich nicht zu kurz kommt und dass das eigentlich echt gut ist, dass man das, was man in der Vorlesung dann lernt, auch direkt anwenden kann in den Laboren. Aber man sieht, da ist für jeden was dabei und es lohnt sich auf jeden Fall, an der Hochschule Heilbronn zu studieren. In der digitalen Bildverarbeitung werden Kameradaten ausgewertet, um zum Beispiel Roboter kollisionsfrei in einem unbekannten Umfeld autonom zu steuern. Fast jedes Gerät kommuniziert heute drahtlos. Diese Technologie wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Deutschlandweit werden Ingenieure händeringend gesucht. Ein zielgerichtetes Studium mit einem sehr hohen Praxisanteil führt die Studierenden zu einem erfolgreichen Abschluss und zu einer erfolgreichen beruflichen Karriere. Wenn Sie wollen, gestalten Sie die Zukunft mit. Durch ein Studium Electrical Systems Engineering.